So. Ich bin Jumbo McNally. Stille weg. Wir starten jetzt einfach als Folge, ja. Persönlich von jemandem ausgewählt, der persönlich von jemandem ausgewählt wurde, den ich persönlich ausgewählt habe. Das ist die Jumbo-Garantie. Jumbo University. Dein Leben. So, dafür habe ich nicht genug. Das beiße ich nochmal von der Möhre ab und den Rest kriegt er rum. Hausmeister zur Upgrade-Montage benötigt. Das Studienjahr beginnt. Ich hoffe, ihr habt alle genug Stifte. Der Hund wollte nur fressen, nichts mit spazieren. Studienanfänger sollten einen guten ersten Eindruck machen. Kein Druck. Nur neue Events freigeschaltet. Der Campus ist ein ganz... Ich kann gerade die Freude, ich habe den Mund voll. Gerade der dritte Stand ist gar nicht so schlimm. Wird nur ein bisschen Zeit kosten. Wobei ich am Anfang wirklich gedacht habe, die Karte wird jetzt ein bisschen länger dauern, als ich gesehen habe, wie viel dazu kommen kannst. Aber du kannst halt einfach einen sehr großen Campus hier drauf bauen, nachdem die Mission vorbei ist. Manchmal aber auch nicht. Du kannst ja theoretisch, wenn du die Hauptaufgaben fertig hast, kannst ja alle möglichen Studiengänge anbieten. Man kann es ja auch schon vorher machen, aber ich konzentriere mich im Moment dann immer auf den Hauptstudiengang, der für die Karte vorgesehen ist. Wie halt hier die Robotik. Muss gerade gucken, der Hund ist mich hier wieder am rumrennen. Ich habe den gerade ein Stück Möhrchen gegeben. Das sieht aus wie Essenscracker. Lustiger Geist und deinen Mund mit Morselman. Da haben wir es also. Es wird nun berichtet, dass der Gestank im Vorlesungssaal tatsächlich von einem großen Stück Käse verursacht wurde. Angeblich musste ein Mitglied der Hauswartung in einem Schutzanzug ausrücken, um das übelriechende Objekt zu entfernen. Allerdings neigt diese Quelle bisweilen zu Übertreibung. Hoffen wir, dass der Gestank sich bald legt und wir alle wieder frische, käsefreie Luft atmen können. Denk dran, zitieren statt plagiieren. Ich bin schon Arsch, ey. Mein Campus verdient 50.000. Was mache ich? Ich bezahle meine Leute nicht gerade besser. Jetzt habe ich mir vorhin beschwert gehabt wegen den Events, dass man nicht vernünftig sehen kann. Man kann es in der Leiste sehen. Das sind die ausgefüllten Bereiche. Dann kannst du sehen, was für Events da geplant sind schon. Und das sind ja meistens die Jahrgangsvorlesungen oder die Kurse. Internetgeschichte, Allgemeinwissen. Dieser ausgewogene Lehrplan macht Studenten älter, weiser und besser im Pub-Quiz. Hier wird fast alles abgedeckt, aber vertieft wird eigentlich nichts. Schwierigkeit ist gerade sehr einfach. Ist auch ein sehr günstiger Studiengang. Glückwunsch! Ein Forschungsprojekt ist abgeschlossen. Was machst du da an meinem Fuß?
Au! Balthasar! Mein Gott, ist das ein dickes Ding. Das ist ja sogar zu groß für einen Zweierbreiten. Nein, es wird kein Objekt benötigt, um weiterzukommen. Studierende wünschen sich manchmal Objekte. Und ja, er will natürlich mehr Möhre. Besucher sollten angemeldet und anschließend sofort entfernt werden. Deu, deu. Wo er nochmal raus will, wird mich das wundern eigentlich, weil er heute bei auf beiden Spaziergängen hat der Hund ordentlich einen abgeschissen. Es sollte nichts mehr zum Rausscheißen drin sein. Jetzt legt er sich wieder in, also alles gut. Er wollte nur einen kleinen Snack haben. Er steht halt auf Teigwaren. Dies ist eine Testdurchsage. Wiederhole, eine Testdurchsage. Wir wären der beste Robotik-Campus des Landes. Meinung folgt nach Keksen. Die mit den Zähnen oder einfach nur Kekse allgemein? Studiengebühren sind teuer. Bildung ist unbezahlbar. Bitte 10 Mitarbeiter vom Typ Dozent weiter. Und es werden noch mehr werden. Ich möchte gerade einfach nicht weiter ausbauen. Ich glaube, die 90% sind schwierig zu erreichen, das nehmen wir auch mal raus. Acht Mitarbeiter sind bereit für Weiterbildung. Geht erstmal nur um die Dozenten. Wenn die denn alle mal Zeit hätten, das kommt ja keiner. Dann wird es halt noch enger in den Räumen. Die wollen ja diesen mysteriösen Cube haben. Wenn du nicht weißt, wo deine Vorlesung ist, willst du dort überhaupt hin? Sir Nigel Bickleworth auf Two Point Radio.
Wie ich höre, hat eine weitere Universität für die angehenden Eierköpfe und Bücherwürmer des Two Point County die Tore geöffnet. Zuhörer mögen sich entsinnen, dass ich nicht viel von neuen. Die hangen in der Ecke fest. Ah, das ist einfach. Weil sie einfach nicht alt und dementsprechend nicht. Die Abgrenzung von manchen Dingern sind nicht ganz richtig. Hätte sie es schon ja, man kann auch einfach aufhören, so eng zu bauen wie ich, und dann ist alles cool. Studenten. Aber sicher können Sie damit nichts anfangen. Und hast das Gefühl, schlauer geworden zu sein? Anscheinend. Studiengebühren werden womöglich zum Finanzieren von Personalboni genutzt. Wo ist der Schwerpunkt beim Spiel? Beim Aufbau der Uni. Wobei die Distanz der Räume meines Erachtens egal ist, weil Studenten einfach schneller werden, wenn sie zu spät dran sind. Bei der Interaktion mit irgendeinem Raum zum Beispiel. Wobei Laufgeschwindigkeiten existieren. Aber es ist noch nie, glaube ich, ein Student zu spät zur Vorlesung gekommen. Es geht einfach darum, Studenten glücklich zu machen und dadurch, dass sie glücklich sind, zu guten Absolventen zu bringen. Also eine Uni aufbauen, die am Ende des Tages hoffentlich gute Absolventen macht. An die Verwaltung, bitte auf die Flüssigkeitsaufnahme achten. Und für alle Zufriedenheiten. Personal weiterbilden, Forschung betreiben für Verbesserungen. Also es gibt eigentlich nichts in dem Spiel bis jetzt, was einen überrascht. Das ist halt ganz normale, ganz normales Aufbauspiel. Du. So, da ist auch noch ein bisschen frei. Da könnt ihr noch eine Party machen. Aber ich mag dieses nicht, das starke Aufsplitten von Räumlichkeiten. Zeuge 500 Forschungspunkte, ja, kein Ding. Verbessern wir die fremde Hand. Mehr als eine Roboterhand braucht man ja auch nicht. Angestellte, kannst du im Gehalt höher ziehen, aber wie gesagt, wir sind noch nicht weit genug. Dennoch scheint es angebracht, das ist erst die dritte Karte. Einer weiteren Einrichtung für Spielspaß und jetzt ist gerade mal die Fortbildung freigeschaltet worden. Man muss einfach mal gucken, was in Zukunft noch kommen wird. Nostalgie schwelgen. Dieses Gefühl, dass früher auf irgendeine schwer fassbare Weise alles einfach besser war. Woher kommt dieses Gefühl? Sehen wir die Vergangenheit durch eine rosarote Brille? Gut möglich. War früher wirklich alles besser? Höchstwahrscheinlich. Glückwunsch! Ein Forschungsprojekt ist abgeschlossen. So, DJ Su mache ich nicht. Forschungsprojekt war ja abgeschlossen. Guten Abend, Wolfgang. Also ja, die dritte Karte ist schon bedeutend größer als die ersten beiden. Es hat damit zu tun, du kannst theoretisch, nachdem du 3 Sterne erreicht hast mit der Universität, natürlich die Universität immer weiterspielen, also das Gelände. Du musst auch bis zu einem gewissen Punkt im Spiel erstmal kommen, bis du Sandbox-Spiel freischaltest, dass du einfach nach eigenem Interesse eine Uni aufbauen kannst. Vor allem müsstest du halt die Karten nutzen,
wo du drüber ziehst. Und da bin ich erstmal gespannt, wenn wir die 4 Karten durchhaben, die wir zurzeit schon sehen können, ob das wirklich alle sind. Weil es wäre dann im Vergleich zum ersten Teil schon eine ganze Ecke kürzer. Bis man, sag ich mal, mit der Kampagne in Anführungsstrichen durch ist. Das Studienjahr ist vorbei. Alle Studierenden müssen den Campus räumen. Die Jahresendwertung steht fest. Sieh mal an. Meistens zwischenmenschliche Beziehungen in diesem Jahr. Bin da durchgefallen. Das Studienjahr beginnt bald. War da nicht was, das wir mal machen wollten? Achso, ich habe nächstes Jahr 100 Studierende. Ich brauche einen weiteren Vorlesungssaal. Aber jetzt kommt wieder die Geschichte. Alles ein bisschen zu verlagern. Wobei, ich mach's mir einfach. Die Forschung muss ja nicht hier unten sein. Nicht den duplizieren. Was kommt darüber? Dann haben wir das nächste Studienjahr schon alles fertig. Ein neues Jahr beginnt. Ich bin euer Moderator und sage Hallo. Mit dem Abschlussjahrgang von diesem Jahr ist dann schon alles fertig. Studienanfänger sollten. Weil ich denke mal, die werden alle die Robotik schon mit A abschließen. Hallo. Weil die haben wirklich bei manchen Objekten, also aus meiner Perspektive, es so gut mit gemeint. Also manche Objekte sind so groß, dass selbst der Zweierflur inzwischen zu eng wird dafür. Und ich finde immer noch, sie haben sich keinen Gefallen damit getan, dieses Saisonale. Dass du halt sagst, ja, jetzt läuft halt das Jahr und dort läuft jetzt halt. Ja, du kannst währenddessen auch bauen, aber eigentlich machst du alles vorher fertig. Während das Studienjahr läuft, macht das gar nicht so viel Sinn, viele Umbauten zu machen. Mit dem Zug gefahren. Der Dampf, die Gurken-Sandwiches. So finde ich das halt. Das ist halt vom System her richtig gedacht, aber es ist halt, ja, dann fallen halt solche Aspekte wie, ja, wir bauen jetzt rum. Es fehlt eigentlich während des Schuljahres mehr Aspekte als nur, ich erfülle ab und zu mal Wünsche von jemandem. Natürlich, andere Spieler werden sagen, ja, ich baue trotzdem das ganze Uni-Gelände rum, aber ich glaube, dann zerstöre ich, sag ich mal, das Gehen zu den unterschiedlichen geplanten Events. Weil wenn ich jetzt irgendwie das Gebäude hier verschiebe, den Raum, meine Studenten ja ein Problem. Weil dann diese Vorlesung denen fehlt, also werden die schlechter. Vielleicht hätte man die Weiterbildung noch an sowas wie ein XP-System hängen müssen, dass Mitarbeiter Erfahrung bekommen beim Arbeiten und dadurch irgendwann sich verbessern dürfen. Unter dem Jahr erfüllt man nur die Wünsche, mehr also zusätzlich Platzgeräte und so weiter. Personal wird daran erinnert, dass Hunde keine Haus- also bei mir sind alle Studenten lieb bis jetzt. Ich weiß nicht, ob es später Studenten geben wird, ob das ein Thema ist. Also Mobbing oder, ne, Diskriminierung von anderen auf dem Studiengelände oder irgendwelche Events, die in die Richtung gehen. Weil selbst auch wenn das ein lustiges Spiel ist, sind das ja Themen, die an der Universität passieren können. Oder du machst einen Vertrauensberater, musst du dann einstellen und, der sich dann um sowas kümmert.
merke gerade, dass meine Leute nicht sehr zufrieden sind. Freitagsdemo. Warum klebt sich keiner an den Boden von meiner Universität? Sind wir das nicht wert? Mal ein paar Events, weil meine Leute wären gerade unglücklich und ich weiß gar nicht so genau, woran es liegt. Dass meine Studenten nicht mehr so happy sind. Ich muss schon mal eine Party planen. Und ein Studienkeller. Ah, Studierzimmer. Temperaturkomfort. Neu in Crumleys Studentensortiment. Aufklappbare Pizza. Das Ding ganz viel Schulden, die Studenten machen, ist schon Crumleys aufklappbare Pizza nimmt nur den Bruchteil des Platzes einer normalen Tiefkühlpizza ein. Und Spur blieb, Patrick blieb Pizza. Genau wie bei Mutter. Date mit einem Roboter. Katzen im Weltraum. Wie wirken sich Beziehungen untereinander aus? Studenten haben die Möglichkeit, Beziehungen untereinander aufzubauen, was einfach dir nochmal Bonuspunkte bringt und die Studenten auch zufriedener macht. Genauso können die Liebesbeziehungen aufbauen untereinander, aber es ist halt... jetzt nichts, wo du aktiv großartig drauf achten musst. Das ist halt das, was sich die Studenten einfach wünschen zwischendurch. So, Robotikwert 5 ist eigentlich schon ganz gut, weil die einen Lerneffekt von 120% haben, beziehungsweise Lehrkompetenz. Ah ne, 110 außer auf 5. 120 wäre auf 6. Die sind schon übernormal gut. Aber wir jetzt nur das Jahr abwarten müssen. Erinnerung an alle Studierenden. Nach dem Studium geht es nur bergab. Jedes Mal, wenn hier eine Zielscheibe ist, erfüllen die übrigens gerade ein Studienziel. Ein persönliches Ziel. Die wollen also mit irgendeinem Gegenstand interagieren. Der muss dann einfach auf deinem Gelände vorhanden sein. Und wenn der nicht vorhanden ist, dann kriegst du eine Anfrage, dass ein Student etwas braucht, um glücklich zu werden. Wenn man länger über einen Heizstrahler bleibt, schaltet sich automatisch die Übersicht ein für den Hitze-Overlayer. Auch mal eben einfach so nebenbei erfahren. Wie ist das denn? Je mehr du lernst, desto länger hast du gelernt. Okay, beim Attraktivitätsgegenstand ist das nicht, weil ich weiß, du kannst dir das auch anzeigen lassen. Also Ansehnlichkeit des Campus zum Beispiel. Der Direktor muss überall halt die Blicke auf die haben.
Das ist auch eine Sache, die habe ich schon, die fand ich früher, sind natürlich schwierig anders umzusetzen, aber dieses, ja, man muss halt einfach nur Objekte bis zum Schieß mich tot setzen und man kriegt dann halt eh die Werte raus, vor allem so bei diesen Deko-Objekten, weil ja Studenten oder die Software ja nicht weiß, was schön ist. Also hat jeder Gegenstand halt einfach einen gewissen Aussehenwert. Das ist natürlich ganz praktisch. Allein der Klang unserer hölzernen Schuhe habe die Mädchen des Campus erreicht. Verdammt, ich weiß nicht, was ich sagen will. Nervöses Gekicher ausbrechen lassen. Muss halt nur Objekte spammen und dann werden alle glücklich. Das wollte ich damit sagen. Aber es war ja schon bei Two Point Hospital so und es gibt auch keine Lösung, das irgendwie anders zu machen. Das haben alle Aufbauspiele so. Das mit den Steigerungsgeschichten hat damit zu tun, das sind auch die Ziele von den Studenten. Also manche Studenten wollen sich natürlich ein Fledermausbild angucken, manche Studenten wollen sich gerne... schauen sich lieber das Bild an von dem Direktor oder von dem Snob. Ob es letztendlich die Anzahl der unterschiedlichen Studenten dadurch also verändert wird, müsste man halt gucken. So wie das gerade im Chat mal kurz erwähnt wurde. Ich versuche jetzt gerade nur, das Optische zu verschönern in der Umgebung. Häufige Fragen. Nein, wir werden keine Freunde. Wunsch nach Capio-Tisch. Das Ding kannst du auch einfach irgendwo hinsetzen. Das ist egal, der Student, der das Ding braucht, der geht hin und sagt, ja cool, hier ist ein Capio-Tisch, das wollte ich schon mal immer sehen. Setzt sich da drauf, macht ein Selfie und geht wieder. Und sagt, cool. Die waren 95% haben wir jetzt als Bewertungsnote. Wir sind ja schon auf 90%, wir haben Haufen Kohle. Ja, 95%. Das wird so nicht funktionieren, wie die 90%, die ich gesagt habe, die werden nicht funktionieren. Problem. Wahrscheinlich, weil die Dusche nicht ausreichend ist. Vier Duschen für 100 Studenten, da wird es langsam, glaube ich, eng. Seine Tennisschuhe eigentlich je aus der Mode gekommen. Tennis war einst nicht nur ein optisches, sondern auch ein akustisches Vergnügen, wurde der nervenaufreibende Wettkampf doch von einem wahren Kokosnussorchester. Ich warte jetzt wirklich nur noch ab. Und was trägt man heute?
fürchterlich quietschende Treter, die lediglich mehr Bodenhaftung und ein leichteres Gewicht bieten. Warum soll ich für 1,5 Monate jetzt noch großartig was umbauen? Wir entschuldigen uns für den Müll, den ihr... Oh, das war ich. Was würde passieren, wenn man einfach ein ganzes Gebäude kopieren würde, auch wenn man es nicht braucht? Verteilt es sich dann nur mehr oder wird es irgendwie effektiver? Das Problem ist, dass du die Schulungsräume... Also ist kein Problem, aber wenn du das gesamte Gebäude kopierst, werden sich ja die Schulungsräume nicht aufteilen, die Gruppen. Ein Schulungsraum wird ja immer von einer Studiengruppe belegt. Aber Betten würden sich, glaube ich, aufteilen. Das hat aber, glaube ich, irgendwas auch mit dem Laufweg zu tun. Wie weit, sag ich mal, so ein Schlafraum entfernt ist von den zu besuchenden Studienplätzen. Also es wird sich nicht automatisch 50-50 aufteilen. Sondern Leute, die normalerweise in den Raum gehen würden, würden halt dann einen Raum weitergehen nach Distanz. So. Robotervitrine Western freigeschaltet. Aber jetzt haben wir diesen Campus abgeschlossen. Die Jahresendwertung wurde veröffentlicht. Für Daumendrücken ist es jetzt zu spät. Und das ohne Nachhilfekraft fällt mir gerade so auf. Für Bauarbeiten. Ich meine ja nur. Oh, ich hatte den Lehrerpult gar nicht geupgradet. Also Rednerpult. So, speichern verlassen. Und die Karte bleibt ja so gespeichert. Du kannst jede Universität weiterspielen im Nachgang. Aber wir gehen jetzt direkt, nachdem wir 3 Sterne hier abgeschlossen haben, in die nächste rein. Nobelstedt ist verfügbar. Was nämlich auch hier hinten. Ach, und da oben haben sie jetzt schon 2 weitere freigeschaltet. Beziehungsweise mit Schloss. Am Anfang hast du ja nur 4 Universitäten gesehen. Da sieht man übrigens, dass ich an dem Campus hier heute Morgen ein bisschen rumgebastelt habe noch. Weil plötzlich habe ich nämlich hier eine sehr hohe Zufriedenheit. Du nimmst ja auch die Gegenstände aus zukünftigen Campussen, die du freischaltest, kannst du dann für die früheren nochmal verwenden. Deshalb macht das schon Sinn, vielleicht einen der früheren Campusse auszubauen, auch wenn man die 3 Sterne schon hat. Weil das, diese Kusho-Währung oder Kosch-Währung oder wie auch immer sie heißt, die brauchst du halt relativ lange, weil es so viele Gegenstände gibt, die du noch freischalten musst.